den weiten Weg haben wir schon hinter uns. Von der Kaiserstraße unten bis hier hoch. Zu Fuß bin ich gelaufen. Und der Kaiser natürlich im passenden Fahrzeug. Amtmann Winkelmann vorweg. Damals hat es sich wohl so zugetragen vor 100 Jahren. Ja? Lassen Sie uns gemeinsam seine kaiserliche Hoheit Wilhelm II. Mit einem herzlichen Applaus in Wetter begrüßen. Eure kaiserliche Hoheit, die Wetteraner Bürgerschaft ist beglückt, dass es nach 100 Jahren geschafft ist und Sie bei uns vor unserem wunderschönen Rathaus anhalten und uns die Stadtrechte verleihen wollen. Sehr gerne. Verehrte Festgäste, erlauben Sie mir an diesem denkwürdigen Tag einen kurzen Blick zurück. Es scheint, als wäre es erst gestern gewesen, vor nunmehr 100 Jahren, am 10. August 1909, bin ich mit dem Zug am Wetterschen Bahnhof vor und an diesem prachtvollen Rathaus vorbeigefahren. Nun, an das Bahnhofsgebäude kann ich mich noch gut erinnern. Es war damals wie heute sehr hübsch. Sehr hübsch zurechtgemacht. Nur einen Latte Macchiato gab es in der Bahnhofshalle früher noch nicht. Auch an die ersten Bauteile der Ruhrbrücke meine ich mich noch zu erinnern. Sagen Sie, ist die immer noch nicht fertiggestellt? Bald, Eure Hoheit, bald. Ja, das haben Sie 1909 auch schon gesagt. Zu Recht. Nun, die Gelehrten streiten sich noch heute, was mich damals veranlasste, die Stadtrechte 1909 nicht persönlich zu überreichen. Vielleicht hilft nur ein Blick in die Sterne durch das Doppelrohr des geschätzten Rudolf Brett, bei mir daheim im Königlich-Preußischen Observatorium in Potsdam. Hurra, hurra! Doch, was wirklich zählt, ist der sehnlichste Wunsch der Bürger, die uralten Freiheiten und Rechte einer Stadt wiederzuerlangen. Diesem Ansinnen habe ich gerne entsprochen und habe hiermit meinen Wilhelm vor 100 Jahren unter dieses Dokument gesetzt. Und doch schreiben wir heute die Geschichte neu. Wie das Sprichwort schon sagt, gut Ding will Weile haben. Ihre Geduld und Ausdauer sei mit meinem heutigen Besuch Rechnung getragen. Ich bin der erneuten Einladung gerne gefolgt. Ich wünsche Ihnen, Bürgermeister Winkelmann, Hasenberg, allen Bürgerinnen und Bürgern, weitere 100 Jahre Kaiserwetter. Bravo! Und nun, lieber Harcourt, liebe Henriette, lasst uns feiern und diesen prachtvollen Bau, auf den die Bürger mit Stolz blicken, hochleben. Und ich überreiche Ihnen hiermit die Stadtrechte für die Stadt Wetter. Bravo! Danke. Danke. Ja. Am
Aber erstmal brauchen wir jetzt den Segen unserer Vaterstadt. Und unser Bürgermeister hat sich's nicht nehmen lassen, höchstpersönlich hier zu erscheinen. Und ich übergebe das Mikrofon an Frank Hasenberg, unseren Bürgermeister. Ja, danke, Herr Koch. Ja, liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, liebe Gäste, liebe Besucher des Seefestes, ich heiße Sie herzlich willkommen zum Seefest 2009. Ein Seefest, was unter einem ganz besonderen Stern steht. 100 Jahre Stadtrechte Wiederverleihung, 100 Jahre Rathaus und 125 Jahre Harkortturm und eben das 14. Seefest wollen jetzt mal kräftig gefeiert werden. Begrüßen Sie mit mir zusammen auch noch den Landrat Dr. Arni Brucks, der uns heute besucht hat zum 100-jährigen Jubiläum. Der Anfang ist gemacht. Heute haben wir ein besonderes Ereignis bereits mit dem Festakt im Stadtsaal, die Wiederverleihung der Stadtrechte gewürdigt. Ein toller Festumzug vom Stadtsaal zum Rathaus hat sich angeschlossen. Und der Kaiser Wilhelm nach 100 Jahren hat mir dann die Stadtrechte wieder verliehen. Das war treten für Sie alle, für die Bürgerinnen und Bürger in Empfang genommen. Und damit ist unser Fest eröffnet und es geht munter weiter heute Nachmittag. I just wanna play.